Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und es geht wieder mal um meinen HP Spectre X360 und wie er sich so unter Linux schlägt. Und ich habe da eine Neuigkeit, nachdem ich euch ja gezeigt habe, wie man jetzt richtig ordentlich Strom sparen kann, was ordentlich funktioniert, auch mit diesem kleinen Widget hier, was ich ziemlich geil finde. Gibt es jetzt auch noch ein Kernel-Update, was ich eingespielt habe. Aktuell ist der neueste stabile Kernel 4.20.10, aber es gab irgendwie schon zwei Releases danach. Der 4.20.9er, der, glaube ich, am gleichen Tag kam auch der 4.20.10er raus, weil die hatten da einen Fehler mit drin, der so fatal war, dass sie da irgendwas reverten mussten, um dann eben neues Kernel-Release rauszugeben. Aber mit dem 4.20.8er-Kernel gab es bereits schon einen Fix, der mich auch betrifft mit dem HP Spectre. Unter anderem hier Fix Loose HP Pins for Disable Automute. Ein wichtiger Fix, denn wenn ich meinen Kopfhörer angesteckt habe bei diesem HDA Realtek-Gedönse des HP Spectre X360, war es manchmal so, also ich habe immer Audio rausbekommen aus den Kopfhörern, aber wenn ich den dann wieder rausgezogen habe, ist es mal manchmal passiert, dass ich nicht wirklich auch wieder, ja, dieses Auto-Mute abgeschaltet hat, sodass auf einmal überhaupt kein Ton mehr aus den normalen Boxen herauskam, sondern halt nur noch Kopfhörer einstecken konnte, bis ich halt eben neu gestartet habe, dann kam wieder Ton aus den Boxen raus. Das ist mit diesem Kernel, mit dem 4.20.8er behoben worden, natürlich jetzt mit dem 4.20.10er, den ich jetzt laufen habe, sowieso. Außerdem gibt es ja auch noch einen Common Helper for HP Pin References oder Reference, der auch nochmal hinzugekommen ist. Das heißt, hier auch wieder Fixes für meinen Spectre X360, die ich sofort gespürt habe. Also das vielleicht auch wichtig, falls ihr einen brandneuen Laptop habt, sorgt dafür, dass ihr den aktuellen Kernel auch installiert, dann kommen manchmal auch wirklich wichtige Fixes, die ihr dann auch bemerkt. Ja, dann noch eine Sache, ich wurde gefragt, wie sieht es denn eigentlich mit der Webcam aus? Und Webcam habe ich eigentlich noch gar nicht getestet und ich hatte die Webcam eigentlich auch standardmäßig ausgeschaltet. Also da gibt es so einen Hardware-Switch, ich kann den mal zeigen, ich habe den hier mal mit meinem Sony Xperia XR2 habe ich ein Foto gemacht und das Selfish S, deshalb kann ich das Foto jetzt direkt hier per Netzwerk auch drauf zugreifen. So hoffe ich doch zumindest, dass das funktioniert. Da, genau, da sieht man das Foto. Da ist also dieser Hardware-Switch, der einem ermöglicht, die Kamera komplett vom Stromnetz zu trennen. Und ich habe sie jetzt hier eingeschaltet, deshalb ist der Switch hier auch auf ein. Ansonsten, wenn da diese durchgestrichene Kamera ist, dann wird sie komplett physikalisch vom Stromnetz getrennt und kann dann auch nichts mehr aufzeichnen. Das behauptet zumindest ein SAP. Nachgeprüft habe ich das jetzt mal nicht. Aber ich hoffe mal ganz einfach, dass irgendein anderer das dann schon mal nachgeprüft hat. Auf jeden Fall ist klar, wenn ich diesen durchgestrichenen Modus reinkomme, wird die Kamera von keiner Software erkannt. Und ich kann damit dann auch gar nicht arbeiten. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe versucht erstmal mit Bordmitteln die Kamera ans Laufen zu kriegen. Und als Bordmittel bezeichne ich hier bei Neptun, das ist jetzt die Neptun 6er Beta, das Programm, was sich unter Multimedia versteckt, Camoso nennt sich das Ganze. Und das hat mir ja nur ein schwarzes Bild besorgt. Ich weiß nicht warum. Kann sein, dass jetzt diese App gerade in Debian Buster kaputt ist, weil, wie gesagt, ist auch eine Beta Neptun. Klar, Neptun 6 basierend auf Debian Buster. Buster ist auch noch in der Beta, deshalb ja, schwer zu sagen, was da kaputt geht oder kaputt ist, warum ich nur schwarzes Bild bekomme. Das nächste habe ich mir gedacht, okay, benutze ich dann diese GNOME-Anwendung, die nennt sich Cheese und die befindet sich wahrscheinlich auch unter Multimedia versteckt. Genau. Und die hat einen interessanten Effekt, nämlich den hier. Jetzt seht ihr mich in einem, ja, das ist das Muster, die Mustererkennung von Windows Hello, würde ich mal behaupten. Also diese 3D-Erkennung. Und ihr seht jetzt im Grunde genommen, es pulsiert so ein bisschen, weil ich sehe auch rot blinken, die Infrarot-Dinger, die versuchen, mein Gesicht zu scannen und so irgendwie ja herauszukriegen, ob das wirklich mein Gesicht ist oder nicht. Aber für eine Webcam natürlich so ungeeignet, deshalb habe ich die Cheese-App dann auch direkt wieder geschlossen. Hat mich auch ein bisschen genervt, dieses schnelle rote Blinken. Und bin dann umgestiegen zu GUVC View.
Wie ist es eigentlich? Es hat hier auch eine GUVC View, so nennt sich das Ganze. Und das ist die App, die tatsächlich ein vernünftiges Bild auf den Bildschirm zaubert. Und dann seht ihr mich hier auch, wie ich in meinem Mikrofon quatsche und vor dem Gerät sitze. Und ich kann da auch ein Bild aufnehmen, Videoaufzeichnungen machen. Ihr seht, es rauscht schon sehr stark. Ich mache mal in 100% Ansicht. Ihr seht, es rauscht schon sehr stark. Und so dunkel ist es hier jetzt auch nicht, dass das so rauschen muss. Und es ist also wirklich nicht die allerbeste Kamera, die man hier sehen kann. Aber ja, zumindest das Video läuft einigermaßen ruckelfrei und flüssig. Ob es die vollen 25 Bilder pro Sekunde schafft, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall gibt es hier mehrere Auflösungsmöglichkeiten und ich kann hier bis eben 1920 bis 1080p hochgehen und das wäre dann jetzt hier. Das heißt, Full HD schafft die Webcam eben auch, aber ich glaube nicht mehr. Und ja, will man das? Das reicht gerade fürs Videochatten, glaube ich, aus. Zweckmäßig ist das Ganze schon, aber keine wirklich gute Sache. Vielleicht mache ich tatsächlich mal eine Aufzeichnung hier und spreche einfach mal weiter. Ich weiß gar nicht, nimmt er denn, der nimmt den Motion JPEG auf. Ich weiß auch gar nicht, welches Mikrofon er dann benutzt. Benutzt die Port Audio Geschichte. Wie wäre es, wenn er einfach mal sagt Pulse Audio und dann genau, dann soll er einfach aufnehmen, gucken, ob das klappt. Und wir wollen nicht den Motion JPEG, also ist das Farbmodell. Wir können den Codec anscheinend nicht einstellen. Videofilter können wir einstellen. Ich einfach eine Aufnahme machen. Und jetzt wird aufgenommen. Jetzt sehe ich hier auch die Audio-Levels. Das ist sicherlich sehr schön. Und es ruckelt sehr stark, weil natürlich ich jetzt die Aufnahme mache und gleichzeitig noch ein Screencasting mache. Keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht liegt es an der Aufnahme. Jetzt ist ein bisschen was, na, ruckelfreier geworden. Und ja, schauen wir mal, wie diese Aufnahme wird. Wenn die Aufnahme was wird, werde ich sie hinten dranhängen oder versuchen, hinten nochmal dran zu hängen. Beziehungsweise ihr werdet die Aufnahme jetzt sehen. Das heißt, jetzt in diesem Moment werdet ihr die Aufnahme sehen und nicht mehr meinen Desktop. Also hoffe ich doch. Und ja, sagt mir, was ihr von dieser Aufnahme haltet. Das war es dann eigentlich schon im Grunde genommen von diesem TagView Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran. Ja, falls ihr weitere Fragen habt und Anregungen habt, könnt ihr das im Kommentarbereich machen. Ach so, eine Sache will ich noch, weil ich hier gefragt wurde, wie sieht's aus mit dem Fingerabdruckscanner? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie es damit aussieht. Ich kann mal, dazu muss ich wieder zurück auf den Desktop schalten, da schalte ich dann die Videoaufnahme aus. Aus. Ich hoffe, es hat jetzt geklappt. Nun ja, ich beende einfach das Programm. Dass es dann geklappt hat. Oder dass es klappen wird. Warten wir noch ein bisschen. So, jetzt hat es sich auch beendet. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist, dass ich hier unter LS-USB, machen wir mal hier das Ganze ein bisschen was leerer, dass ich hier kein Gerät angezeigt bekomme, was mir jetzt bei, also Quanta Computer, ich glaube, das ist die Webcam. Das ist der. Das ist ein neues Gerät, was jetzt aufgetaucht ist. Ich glaube nicht, dass das der Fingerabdruckscanner war, weil gerade eben habe ich den noch nicht gefunden. Da war das Gerät aber auch noch gar nicht da. Es kann sein, dass das die Webcam ist, weil ich die eingeschaltet habe. Auf jeden Fall, der taucht also sonst hier nicht auf, der Fingerabdruckscanner. Es gibt die Bibliothek F-Print. fprint3desktop.org und die bietet halt eben ein Fingerprint-Dämon und eine Bibliothek, die einige Fingerabdruckscanner dann auch unterstützt und dann auch Login dafür machen kann und so weiter und so fort. Ist mir bisher aber noch nicht gelungen, das irgendwie ans Laufen zu bringen mit dem Fingerabdruckscanner. Deshalb weiß ich nicht, ob ich das überhaupt weiterverfolgen werde. Ich brauche den Fingerabdruckscanner nicht. Er ist eigentlich komplett unnötig aus meiner Sicht für einen Laptop. Aber für die Leute, die es halt erfahren wollen, falls ihr da Anregungen habt oder wisst, wie man das unter dem HP Spectre X360 ans Laufen kriegt, dann könnt ihr das natürlich auch im Kommentarbereich posten. Ansonsten war es das jetzt für diesen Vlog. Vielleicht war es das sogar schon für die Vlog-Reihe, weil mir fällt jetzt momentan nicht mehr ein, was ich euch sonst noch so erzählen sollte zum HP Spectre X360 und der Linux-Unterstützung darauf, weil eigentlich im Grunde genommen alles läuft soweit.
Und das Einzige, wo ich mich dann vielleicht melden würde mit einem weiteren Vlog, wäre ja dann, wenn vielleicht irgendein großes Kernel-Update noch was Großartiges ändern würde. Oder ich was Neues entdecken würde. Ansonsten die regelmäßigen Vlogs zum HP Spectre X360 werden wahrscheinlich jetzt so ein bisschen was flach fallen. Es wird aber viele interessante weitere Sachen sicherlich als Vlog oder in der TechView Podcast Show dann geben. Seid also darauf gespannt. So, das war's jetzt tatsächlich. Bis zum nächsten Mal und hier ist das Programm. Ja. Bis zur nächsten zur Ausgabe des Vlogs oder der Show. Ciao.